Der Emissionshandel gilt als zentrales Element der EU, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Die Idee ist einfach: Wer Treibhausgase produziert, soll dafür zahlen, indem er Verschmutzungsrechte erwirbt. Jetzt hat das Europaparlament eine deutliche Ausweitung des bestehenden Systems beschlossen. Erstmals werden die Schifffahrt einbezogen und der Flugverkehr stärker beteiligt. Und für Gebäude- und Straßenverkehr wird ein eigener Emissionshandel eingerichtet. Wir fragen Tobias Reckmann in Straßburg, was bedeutet das alles denn unterm Strich für die Verbraucher? Ja, das bedeutet erstmal, dass eben die Kosten für fossile Energien noch mal zunehmen werden. Also für Benzin, für Sprit, für Heizöl, für Erdgas. Das wird noch mal steigen. Aber die gute Nachricht ist, es betrifft ausnahmsweise mal nicht die deutschen Verbraucher. Denn Deutschland hat schon so ein Emissionshandelssystem seit 2 Jahren im Einsatz. Das heißt, bei uns sind die Preise schon nach oben gegangen, werden das jetzt nicht noch einmal tun. Aber in Ländern, die dieses System noch nicht haben, das sind vor allen Dingen so die ost- und südeuropäischen Länder, Rumänien, Bulgarien und Italien, da werden sich jetzt die Verbraucher auf höhere Energiepreise einstellen müssen. Halten wir fest, für Deutschland wird es nicht teurer, aber für andere Länder in diesen Zeiten wirkt das aber nicht gerade sehr bürgernah. Nee, und das ist auch der Grund, warum diese Entscheidung hier im Parlament auch ziemlich umstritten war. Denn allein ja der Anstieg des Benzinpreises bedeutet ja, dass es ja eben Menschen mit geringem Einkommen genauso stark belastet wie Menschen mit höherem Einkommen. Und da sehen viele Kritiker durchaus dann ein soziales Ungleichgewicht und kritisieren das auch ziemlich laut. Die Befürworter dieses Gesetzes, die betonen aber heute dafür umso lauter, dass es auch eine ganze Reihe von Unterstützungsmaßnahmen geben soll. Also ein Sozialfonds für einkommensschwache Haushalte, auch für kleinere Betriebe. Und was auch festgeschrieben wurde, dass die ganzen Einnahmen aus diesem Emissionshandelssystem eben auch zweckgebunden sind. Das heißt, die können nicht für irgendwas ausgegeben werden, sondern die müssen zurückfließen an die Bevölkerung in Form von Klimageld, in Form von Subventionen für Wärmepumpen zum Beispiel. Aber Fakt ist, und das muss man auch mal klar so sagen, das Ganze wird der Klimaschutz dann eben auch viele Menschen viel Geld kosten in Europa. Tobias Reckmann, danke nach Straßburg.